Hallo Leute, willkommen hier im verregneten, oh mein Gott, Mayfield Springs, im Herbst. Ich wollte eigentlich euch nur zeigen, wie schön hier alles aussieht und dann schlägt plötzlich einfach ein Blitz auf unserem Grundstück direkt ein. Das ist schon creepy, aber schaut euch mal die ganzen wunderschönen bunten Bäume hier an. Ach, es ist doch schön. Ich glaube, da hinten geht gleich die Sonne auf. Kann das sein? Ah. Ja, aber das ist unsere Nachbarschaft. Ich finde es immer noch schön, wie wir hier so ein bisschen in dieses kleine Tal, in diesem kleinen Tal gelegen sind. So, und wir schauen mal, ob Valerie tatsächlich vielleicht heute für Trinkgeld spielen kann in der U-Bahn, weil ich fände das sehr, sehr praktisch, denn man kann da ziemlich einfach Geld verdienen und sie kann auch ihre Fähigkeit aufbauen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ansonsten müssen wir halt woanders hingehen und irgendwie ein bisschen für Trinkgeld spielen. Aber das ist halt schon sehr, sehr nützlich, das zu nutzen. Und? Kannst du hingehen? Oh, sie rennt hin schon mal. Ist schon mal ein gutes Zeichen, dass sie hinrennt. Müssen wir mal gucken, ob das auch weiterhin klappt. Die anderen schlafen alle eh noch ein bisschen. So, zeig mal. Kannst du reingehen? Oh, sie kann wieder reingehen. Ich verstehe die U-Bahn nicht, warum die manchmal buggy ist und manchmal nicht. Ich habe keine Ahnung, was das beeinflusst. Es scheint relativ random zu sein. Wenn ihr irgendwie ein Muster erkennt oder wenn ihr da nähere Infos zu habt, dann sagt mir Bescheid, weil ich habe keine Ahnung. Haben wir denn? Ja, wir haben ein paar Pfannkuchen, die sie frühstücken kann. Machen wir gleich mal. Guck mal, wie viel Geld wir dadurch verdienen. Haben wir gerade ernsthaft 80.000 Simoleons? Stimmt, hat nicht Elias ultra viel für diese beiden Aale bekommen? Und das hat hierfür nicht gezählt? War da nicht was? Ja, ich erinnere mich. Wir können jedenfalls eigentlich auch die Fische hier verkaufen, die wir hier haben. 847, das ist ja echt der Wahnsinn, wie viel diese Fische hier bringen. Wir sollten auf jeden Fall mehr von diesen Aalen finden. Palladium haben wir auch. Ja, weg damit. Das ganze Silber, das ganze Gold. Geld ist Geld. Können wir gebrauchen. Und wisst ihr, was wir heute machen werden? Wir werden uns heute das neue Grundstück anschauen. Das neue Unterwassergrundstück. Hier, dieses Tauchgrundstück. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das Hidden Reef gucken wir uns auf jeden Fall an. Genau, du kannst jetzt ein bisschen Zeit verbringen. Ich fände es vor allem schön, wenn sie halt auch ihre Gitarrefähigkeit levelt. Ich würde gerne auf Level 10 kommen mit ihr. Und ein bisschen mehr Straßenkunst würde ich noch gerne machen. Denn ich habe ja schon angefangen, das Haus für sie zu bauen, in das sie ziehen wird. Und da würde ich gerne ganz, ganz viel Straßenkunst auch machen. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, sie frühstücken zu lassen. Ich habe zu viel gelabert. Sorry, musst du der Schule essen, Kleiner. Es tut mir sehr leid. Musst du jetzt hungrig zur Schule, Mara? Das wollte ich nicht. Hallo, aufwachen. Oh, in Sims 3 wachen die halt auch immer nicht sofort auf, ne, wenn man denen das sagt. Ich habe 3 nach, habe ich das jetzt rausgemacht. Und wann wacht sie auf? 20 Minuten später. Steht sie vielleicht mal langsam auf hier. Ist ja richtig schlimm. Ah ja, genau. 3 Simoleons zum Sieg. Das kannst du bekommen. Das ist dein Buch. Ja. Und mit Corina würde ich heute gerne ein bisschen weiter am Nektar arbeiten. Können wir mal hier ein bisschen. Oh nein, einer der Fische ist verendet. Ich weiß jetzt nicht, welcher. Das steht hier auch scheinbar nicht dabei. Aber wir werden es ja sehen. Und dann kannst du mal Früchte hinzufügen. Ach Mensch, das ist sehr schade. So, du kannst mal mit deinen Freunden sprechen. Neue Freunde muss sie eigentlich gar nicht finden. Aber wenn sie sich mit denen anfreundet, die sie aktuell kennt, das wäre sehr, sehr nützlich. Das ist sowieso noch etwas, woran ich mit Mara gerne arbeiten würde, dass sie noch mehr Freundschaften geschlossen hat. Wir haben ja jetzt hier uns mit Leo Robbins schon sehr, sehr gut angefreundet. Ein bisschen cheaty, also halt ein bisschen buggy einfach. Ist halt einfach zu einem besten Freund geworden, oder dass ich was dafür gemacht hätte. Jetzt sind wir U-Bahn-Entertainer. Sehr gut. Ich meine, offensichtlich sind wir genau das gerade. ja, dass wir da an ihren Freundschaften arbeiten, dass sie da noch ein paar mehr findet. Sie geht ja auch noch eine Weile ins Ballett.
Und ich habe aktuell noch die Alterung an, weil ich habe gesehen, dass eine ihrer guten Freunde, Lex Flynn, ist kurz davor, älter zu werden. Das würde ich gerne noch abwarten. Vor allem, weil seine Freundin hier, Lea Mendes, schon junge Erwachsene ist. Das wäre schon ein bisschen fies, die über längere Zeit nicht in der Beziehung zu lassen, wo sie sich miteinander, wo sie einander auch daten können. Das ist ja immer ein bisschen schwierig in Sims. Wenn ein Sim noch Teenager ist und einer junger Erwachsener, können die ja nicht wirklich daten. Das würde ich gerne noch abwarten, also noch so ein, zwei Tage die Alterung laufen lassen und dann würde ich sie vielleicht noch ein bisschen pausieren, bis ich mir denke, so, okay, langsam können wir Mara älter werden lassen. Ich weiß nicht genau, also halt, ich würde super gerne noch mal campen gehen mit denen, aber vielleicht warten wir da auch nächsten Frühling ab, weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Herbst noch hinkriegen. Es ist auch gar nicht mehr lange Herbst. Ich dachte, am Gruseltag könnten wir vielleicht. Oh, okay, du bist wach. Am Gruseltag könnten wir vielleicht zusammen eine Gruselparty schmeißen, wo die Kleine halt auch alle ihre Freunde, alle ihre gleichaltrigen Mitschüler einlädt und sowas. Also auch die sie vielleicht noch nicht so gut kennt, sich vielleicht mit denen dadurch anfreunden kann. Das fände ich cool. Mit jemandem sprechen. Oh, zusehen, wie Mara erfolgreich älter wird. Ja, das ist wichtiger als mit Leuten zu sprechen. So. Der Wunsch gehört da auf jeden Fall rein. So. Danach kannst du eigentlich mal in die Stadt reisen. Ah, Moment. Ich wollte nämlich Kirschnektar machen heute. So. Veredelt Nektar. Welches Fischi haben wir denn jetzt verloren? Ah, oh, diesen Meerespolyp haben wir verloren, glaube ich. Haben wir jetzt nur ein Ebbelwoi daraus bekommen? Das ist ja wenig. Na gut. Athletikfähigkeit verbessern. Ach, das kannst du auch machen. Wie weit bist du denn da? Level 3. Na gut. Wollen wir dich dann vielleicht heute ein bisschen ins Fitnesscenter schicken? Das wäre vielleicht meine Idee, wenn du da so Interesse dran hast. Warum nicht? Kannst du danach hier alles mal aufräumen? Wie viel Grad haben wir gerade? 17 Grad. Ach, das geht ja voll. Dann kannst du hier mal das Bett machen und dann hier mal die Wäsche waschen. Das wäre ganz cool. Genau, und dann wollte ich Valerie gerade mal in die Stadt schicken. Vielleicht kannst du mal versuchen, hierhin zu reisen. Funktioniert das? 1800 Simoleons Trinkgeld. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, bisher funktioniert die Uber noch, aber das ist keine Garantie. Kann sein, dass die nächste Interaktion wieder nicht mehr funktioniert. U-Bahn sind nicht sehr zuverlässig. Wie weit ist unsere Fähigkeit jetzt? Ach, ja. Ganz okay, ganz okay. Dauert noch ein bisschen. Nochmal so eine Session und dann haben wir es, glaube ich. So, das läuft doch gut hier. Ja, dann schicke ich dich vielleicht mal heute in Fitnesscenter. Das wäre doch nett. Wo haben wir denn eins? Ich kenne mich auch gar nicht mit dem Fitnesscenter hier aus. Waren wir das schon mal? Kannst mal versuchen, hier hinzureisen und dann zum Fitnesscenter zu gehen. Gucken wir mal, ob das klappt bei ihr. Also sie rennt schon mal los, ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, sonst würden die Sims sich an Ort und Stelle beschweren, dass sie das nicht nutzen können. Yes! Oh, das sieht sehr gut aus. Ich freue mich über einen U-Bahn-Tag heute. Genau, dann kannst du hier mal hingehen. Was kann man denn hier in dem Fitnesscenter so Schönes machen? Wahrscheinlich die Fitnessgeräte verwenden. Wir haben sogar einen kleinen Pool hier. Könnten wir auch Mara hinschicken. Wen haben wir hier? Lucy Torres, Shelly Torres. Okay. Ich glaube, sie ist eher die Ausdauersportlerin. Machen wir mal normales Training. Das passt schon. Ah, guck mal hier. Tatsächlich die ganze Torres-Familie ist hier. Das ist sehr lieb. So. Oh, sie hat immer noch nichts zu essen. Genau, du bist hier. Ich dachte, vielleicht könnten wir einfach auf dem Herbstfest was essen zusammen, oder? Oder was heißt zusammen? Was essen einfach. Genau, hol dir mir mal was zu essen. Die Kleine, sie ist drin, aber hat nichts zu essen bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Dann essen wir auf jeden Fall nach der Schule was.
Hast du heute? Oh ja, du hast heute auch Ballett. Oh nein, hungrig auch noch Ballett machen. Das klingt nicht cool. Das klingt überhaupt nicht cool. So, genau, dann kannst du nämlich mal die Wäsche. Oh, ist das denn? Ist das ganz? Ja, man muss nichts zerstören, ne? Gut. Kleidung im Zimmer reinigen, genau. Und danach würde ich dich gern generell ein bisschen das Haus säubern lassen noch. Und wenn du damit fertig bist, gehen wir hier los, tauchen. Das ist der Plan. Das ist der Plan soweit. So, Valerie. Gönn dir was Schönes zu essen. Wen haben wir hier so? Ilse Cox. Oh, die kommen mir gar nicht bekannt vor. Ilse Cox sagt mir echt nichts. Ist sie im Joggen? Das wirkt sehr nach Joggen. Ja. Ach, ich mag, wie Valerie aussieht. Ich war mir echt nicht sicher, von Teen Valerie zu junger Erwachsener Valerie, wie ich da nochmal ihren Style ändern soll. Aber ich finde, sie sieht richtig cool aus mittlerweile. So, gönnen wir uns einfach mal ein paar Chicken Wings. Warum nicht? Warum nicht? Waren wir eigentlich im Spukhaus letztens? Weil ansonsten kannst du da auf jeden Fall nochmal reingehen. Bin ich dafür. Oh, wir sollten zusammen Kürbisse schnitzen gehen. Vor allem mit Mara zusammen. Oh, das sollten wir machen. Definitiv. Hast du die Wäsche waschen lassen? Ja. Sehr schön. Bin stolz auf dich, Elias. Das kriegst du alles hin. Gucken. Vielleicht können wir heute nochmal einen coolen neuen Fisch fangen. Ich befürchte nur, dass bei dem anderen Tauchgrundstück nicht so viele Spawner sein werden. Ich glaube, da habe ich noch nicht dran gearbeitet, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sollten wir heute nochmal irgendeinen Sim treffen. Das wäre ganz nützlich. Mit Leuten quatschen. Troy Chandler vielleicht. Lass uns mal mit dem reden. Der wirkt nett. Können wir gleich mal vergnügt begrüßen. Denise Stacy ist von uns gegangen. Oh nein. Denise Stacy ist genau die Schwester von David. Die ist jetzt auch von uns gegangen. Ich finde es übrigens sehr krass, wenn wir uns jetzt irgendwie von Sophia Reuss aus anschauen, wie unser Stammbaum gerade aussieht. Oh, es ist so cool, so viele Kinder zu haben. Und ja, ich finde das so cool zu sehen, wie groß der Stammbaum mittlerweile ist. Das Insektarium der Schule säubern können wir gern machen. Müssen wir das? Ah, das müssen wir auch heute machen. Ah, oh, aber sie hat was gegessen. Okay. Das heißt, wir gehen dahin, wir gehen zum Ballett, wir säubern das Insektarium. Dann haben wir heute. Sie hat direkt schon Athletik Level 4 erreicht. Ja, das freut mich. Energie aufladen. Können wir auch machen. Können wir auch machen. Du trainierst heute mal ein bisschen. Das finde ich fair. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute hatte Corinna einfach Bock, trainieren zu gehen. Wir können vielleicht nachher zum Kommissionsdingens, zum Kommissionsladen gehen und gucken, ob wir da auch ein bisschen von unseren Weinflaschen loswerden können, ob da vielleicht die Preise auch anders sind. Ja. Gut. An dem Kürbisschnitzen musst du jetzt nicht unbedingt, aber wir könnten irgendwie mal Troy irgendwie einen Witz erzählen. Bisschen herumblödeln. Bisschen kennenlernen. Und ein bisschen von Musik schwärmen. Klar, warum nicht? Oh, hi, hier ist Justina. Okay, Justina sollten wir auf jeden Fall Hallo sagen. Können wir sie umarmen oder so? Ja, dann machen wir das gleich. Möchte auf jeden Fall gern Justina Hi sagen. Mal, wie wir uns direkt hier angefreundet haben. Ich wollte eigentlich ein bisschen an ihren Fähigkeiten arbeiten, also vor allem an der Straßenkunst heute, aber so ist auch okay. Wir haben ja vor allem an der Gitarrenfähigkeit gearbeitet. Und ich würde sagen, die ist wichtig, weil morgen haben wir unser Konzert. Und wenn heute das Wetter gut bleibt, würde ich heute Abend dann auch noch mal ein bisschen tanzen gehen. Das wäre ganz cool. So, du trainierst hier. Oh, ich glaube, sie geht gleich wieder. Okay, dann lass uns lieber Kirschen. Nektarkirsche finde ich besser als Kirschen. Weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht der Äpfelnektar, sondern es ist der Nektarapfel. So, können wir uns mal Förderung verkünden? Können wir halt einfach mit ihr von Musik schwärmen?
Und Komplimente über ihre Klugheit machen. Oh, es ist so toll, dass wir mit unserer Cousine so gut befreundet sind, oder? Mit unserer Cousine Justina. Finde ich klasse. Finde ich einfach klasse. Kann er mal eine Geschichte erzählen? Ja, haben wir schon ein Foto mit ihr zusammen gemacht? Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Genau, du kannst danach dann das Insektarium sauber machen. Dann hast du schon mal deine Aufgabe. Oh, du bist sogar schon energiegeladen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, reicht das tatsächlich erstmal. Wir müssen ja nicht hier mega übertreiben mit dem Trainieren. Du kannst hier dann mal duschen gehen. Und dann gehen wir, wie gesagt, mal nach nebenan zum Kommissionsbetrieb. Genau, ihr unterhaltet euch. Ich würde. Oh, flirtet ihr beiden? Kayla Chandler und Mid. Warum sieht Milton Torres so dreckig aus? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Mit dem waren wir mal in so einer Fastbeziehung, falls ihr euch noch erinnert. Der sah da nur ein bisschen nerdiger aus. Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Look ist, Milton, aber okay. Aber okay. So, wir haben den Plié gelernt. Sehr schön. Und dann machst du mal ein Grußkartenfoto mit Justina zusammen. Genau. Und Elias, einen Fisch beim Tauchen fangen. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Guck mal, wir sind jetzt das erste Mal hier, wenn ich mich nicht irre. Wir sind jetzt das erste Mal im Hidden Reef, wofür wir erst Level 8 der Tauchfähigkeiten freischalten sollten oder freischalten mussten. Das heißt, lasst uns hier mal gemütlich umschauen. Und herausfinden, was es hier so gibt. Hier gibt es eine Treppe. Schöne Ruinen. Cool. Haben wir hier am Rand noch irgendwas? Da sehe ich jetzt nicht wirklich was. Ich sehe auch keine Fische und so. Halt, ich habe echt das Gefühl, wenn man, also auch vielleicht als Tipp für euch, wenn ihr ein Unterwassergrundstück gestalten wollt, übertreibt einfach richtig mit den Fischspawnen und sowas, weil ansonsten taucht hier nie was auf. Ich glaube, die Spawnrate ist einfach relativ gering, sodass. Da ist ein Schatz. Sodass, wenn man nicht an jeder Ecke welche aufstellt und irgendwie fünf übereinander und so, dass hier halt einfach nie ein Fisch ist. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn das so ist. So, okay, ihr beide habt zusammen ein Foto gemacht. Das freut mich sehr. Ein bisschen Spaß würde ich ihr eigentlich schon noch gönnen, bevor sie. Genau, sie war ja da drin. Sie wurde von der Mumie angegriffen. Nice. Gibt es hier noch irgendwas Spaßiges, was man machen kann? Ich habe das Gefühl, das Herbstfest ist ein bisschen lame, weil hier nicht wirklich viele Aktivitäten zu machen sind. Klar, man kann hier essen und das Gruselhaus besuchen, aber halt irgendwie was Spaßiges, so wie die Rollschuhbahn im Sommer. Gibt es hier irgendwie nicht so richtig. Oh, naja. Was können wir denn stattdessen machen? Sonst können wir vielleicht auch direkt schon mal zu dem Ort gehen, wo wir auch ein bisschen tanzen sollen. Schau mal, ob du hierhin reisen kannst. Und dann können wir mal Expression besuchen. Klappt das? Scheint zu klappen. Okay, genau. Du bist ja soweit beschäftigt. Ich will einmal zu Elias gehen und sehen, wie er die Truhe öffnet. Aber dann werde ich definitiv auch dieses Tauchgrundstück nochmal verändern, dass wir hier auch mehr Spawner haben. Da ist eine Höhle! Cool. Da müssen wir auf jeden Fall reingehen und hoffen, dass das dann auch klappt. Morgen gibt es einen Ausflug. Okay. Morgen wird sie dann nicht zum Ballett gehen können, wenn wir zu dem Ausflug gehen, aber das ist ja in Ordnung. Oh mein Gott, das ist ein Hai! Und ab in den Sand. Ah, nee, doch nicht. Die sind auch, was ihr Routing angeht, immer ein bisschen eigenartig. Sieht ein bisschen weird aus, wie die sich bewegen, aber es ist okay. So. Was gibt's denn hier noch? Die Party findet woanders statt. Wir haben ein Kartenstück gefunden. Yes. Drei große Palladium-Barren. Okay. 10.000! Nice! Nice!
So stelle ich mir das hier vor. Das ist das Piratenleben, ey. Das ist das Piratenleben. Ja, da würde ich gerne reingucken, aber ansonsten haben wir halt echt nichts. Gar nichts. Nichts zu finden. Keine Muscheln, keine Fischis. Das ist sehr enttäuschend. Nur ein Hai. Ja. Ja, das ist ein bisschen schade. Das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen hinzufügen, weil das Hidden Reef ist nicht so weit von uns entfernt. Ich hätte da schon gerne die Option, hier auch öfters fischen, also öfters tauchen zu gehen und hier Sachen zu finden. Wo war das? Wo war nochmal die Höhle? Da. Okay. Es ist schon so ein bisschen versteckt alles, ne? Es ist schon cool gestaltet. Schon cool gestaltet. Aber wenn hier noch überall Fischis wären, wäre sehr, sehr viel besser. So, dann schauen wir mal, ob wir in die Höhle da rein können. Das wäre cool. Wäre cool, wenn wir in der Höhle, die Höhle schwimmen könnten. Du willst schon wieder Karaoke singen gehen. Okay, dieses Kind liebt Karaoke singen scheinbar. Sie ist da, glaube ich, ein riesiger Fan von. Okay, Valerie. Genau, du bist jetzt hier im Expression. Dann würde ich sagen, leg los und tanz. Wo kann man denn tanzen hier? Wo ist denn überhaupt die Tanzfläche? Was? Hä? Ist das hier die Tanzfläche? Kann man hier einfach nur tanzen? Ernsthaft? Gibt es hier keine schöne große Tanzfläche? Was ist das denn für ein eigenartiger Club? Ich hätte jetzt halt gedacht, hier vielleicht, aber nee. Das ist ein bisschen weird. Bisschen weirder Ort. Weiß ich ja nicht. Wow. Und die Badezimmer. Okay. Okay. Ja, wir sollen hier 3 Stunden tanzen, Valerie. Das kriegst du schon hin. Das kriegst du hin. Genau. Corina, du wolltest. Oh, Tyler ist hier. Nein, er hat schon geschlossen. Oh, ich glaube, die schließen um 18 Uhr. Oh. Ja, so viel dazu. So viel dazu, hier beim Kommissionsvertrieb mal was zu verkaufen. Das hat nicht geklappt. Aber was du mal machen könntest, du könntest vielleicht mal hier hingehen und wir könnten vielleicht mal hier Fotos machen von dieser Statue und so. Ja, machen wir das mal gleich. Genau, du bist danach damit fertig. Und dann würde ich dich im Anschluss. Oh, hier ist eine Rollschuhbahn. Oh, hier ist eine Rollschuhbahn. Das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, du kannst danach dann mal nach Hause gehen. Wir können mal gucken, ob du vielleicht auch die U-Bahn benutzen kannst. Das wäre natürlich praktisch. Nope, kannst du nicht. Generell nicht oder nur gerade nicht? Weil sie in dem Gebäude drin ist. Nee, generell nicht. Okay. Dann gehst du einfach so nach Hause. Kannst vielleicht noch mal ein bisschen hier malen. Malen üben was Kleines. Und ja, gucken wir mal. Und dann schauen wir einmal zu Elias. Ich möchte halt schon sicher gehen, dass das möglichst klappt. Mit der Höhle hier. Und ich glaube, wenn man nicht da ist, dann klappt das sehr viel wahrscheinlicher nicht. Aber nur weil ich jetzt hier zugucke bei Elias, heißt das trotzdem nicht, dass es klappen sollte. Aber wir hoffen einfach mal. Alles okay, Elias? Alles okay? Nope, ist es nicht. Schade. Kann ich. Ich würde es wirklich gern versuchen. Ich wüsste gern, was in dieser Höhle drin ist. Es ist ja noch nicht mal so, dass das irgendwie ein Cheat wäre, wenn ich das jetzt entferne und die da wieder schwimmen lasse. Es ist ja wirklich so, dass es einfach nur buggy ist, dass es nicht funktioniert. Obwohl es funktionieren sollte. Deswegen ärgere ich mich da nicht drüber. Stimmt, sie will eigentlich ja auch Gitarrenfähigkeit perfektionieren. Oh, das wäre vielleicht mal eine Sache, an der wir arbeiten könnten, ne? Yes! Oh, guck mal, wie cool das Bild ist. Wie cool ist das denn? Oh, und das Spiel wird das nicht anerkennen als, das ist ein cooles Bild, obwohl das richtig schön aussah gerade.
Das ist sehr, sehr enttäuschend, aber na gut. Dann ist das halt so. Gibt es noch andere coole Motive, die wir hier haben? Die Buchhandlung. Okay, Herbstblätter. Herbstblätter Jahreszeiten. Auch das wirkt doch nach einem netten Bild. Und es regnet. Cool. Aber ich lasse jetzt Valerie trotzdem mal zu Ende tanzen, einfach weil wir das halt irgendwann machen müssen. Und es hat zumindest nicht sofort angefangen zu regnen. Und ich glaube, es ist sogar überdacht in der. Nope, ist es nicht. So viel dazu. Wie lange hast du schon getanzt? Uff, eine halbe Stunde erst. Ja. Das hat so ein bisschen das Problem, dass es aktuell die ganze Zeit regnet. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich hätte gern keinen Regen. Mal ausnahmsweise für heute. Es regnet viel zu oft, wie ich finde. Und da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Wir könnten mal den Katerhaushalt besuchen. Kannst du hier mit der U-Bahn hinfahren? Funktioniert das oder funktioniert das mittlerweile nicht mehr? Ah doch. Dann konnte die Kleine das dann nicht machen. Und dann können wir mal schauen, ob wir die Katers versuchen können. So, genau. Dann tanzt du einfach mal weiter. Noch ein bisschen. Athletik Level 4, auch nicht schlecht. So, und ich will tatsächlich nur in die Höhle rein. Der Rest interessiert mich nicht so. Ich will nur wissen, was passiert, wenn man da reinschwimmt. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendeine bestimmte Tauchanforderung noch gibt. Das wäre halt schön zu wissen, wenn einem das Spiel das sagen würde. Anstatt dass es einen immer nur resettet. Also wenn es jetzt auch nicht klappt, dann lasse ich es auch erstmal bleiben und dann gehe ich mal nach der Folge einfach in dieses Grundstück rein und guck mal, ob es an irgendwas liegen könnte mit Leveln oder so. Aber er ist in die Höhle reingegangen. Ihr habt es auch gesehen, oder? Er ist in die Höhle rein. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Jetzt weiß ich ja nicht, ob das wieder einfach nur die Teleporthöhle ist, die zum nächsten Tauchgrundstück führt. Weil wir hatten ja bei den mittleren hatten wir zwei. Deswegen dachte ich, da würde jeweils eins zum anderen führen. Aber eventuell finden wir es ja jetzt heraus. Eventuell. Vor allem, wir haben jetzt zwei Kartenstücke. Ich weiß gar nicht, wie viele man braucht, um die zusammenzufügen. Und wo wir das dritte herbekommen sollen. Das weiß ich noch nicht. Elias hat eine überaus reizvolle Meerjungfrau gesehen. Dann wurde ihm klar, dass es sich um eine Seekuh handelte. Dann hat er gemerkt, dass der Sauerstoff langsam zur Neige ging. Oh no. Oh no. Elias. Das ist nicht gut. So, was machst du gerade? Ah, ja, genau. Du warst bei James Carter zu Hause. Ja. Ich erinnere mich. Oh, die haben ein süßes Hundi. Warum haben die Cordoba Reus? Wir haben einen Schwarm von Zombiefischen entdeckt, die gerade an eine Hirnkoralle knabberten. Okay. James? Müssen wir jetzt ernsthaft im Busch mit dir reden? Oh, wir müssen im Busch mit ihm reden. Ja, dann reden wir halt im Busch mit ihm. Ist mir egal. Ich wollte eigentlich tatsächlich nur James besuchen. James Carter. Ist das ein alleinerziehender Vater? Das sein? Kann natürlich sein. So, und ich würde gerne weiter Elias beobachten. Die anderen machen schon ihr Ding irgendwie. Wie weit bist du hier? Neuer Ausgang. Wir haben fast unsere 3 Stunden geschafft. Sehr schön. Kommen wir jetzt einfach nur ins andere Tauchgrundstück. Was denkt ihr? Zur Insel Mayfield Springs Reef. Ah, okay, gut. Okay. Ja, wir sind jetzt tatsächlich hier. Wir sind hier rausgekommen. Ah. Genau, wir sind jetzt zum Mayfield Springs Reef gekommen. Das ist das, wo wir vorher immer waren. Das vom mittleren Schwierigkeitsgrad. Und dann müsste die eine Höhle ganz unten die sein, womit man zu dem allerersten immer rauskommt. Aber dann können wir hier einfach ein paar Fischis fangen. Das finde ich fair. Nutzen wir das, dass wir eh gerade hier sind, um hier ein paar Sachen zu sammeln. Genau, so die Höhle bringt uns da an. Das macht ja auch Sinn,
Malerei Level 2. Nice. Macht ja auch Sinn, weil es ist ja auch die gleiche Höhle. Warum läuft jetzt das Spiel so schlecht, wenn ich in diesem Unterwassergrund bin? Hallo? Ich möchte doch nur weiter erforschen. Was ist das Problem, Spiel? Was ist dein Problem? Ach, naja. Ich bin ein bisschen unterwältigt jetzt von diesem größeren, von diesem letzten Tauchgrundstück. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, mehr Schätze, irgendwie cooleres Design und solche Sachen. Ich meine, es war schon ganz süß gestaltet, aber jetzt auch nicht unbedingt groß was anderes als die anderen. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir die versteckten Inseln freischalten wollen. Wir haben halt zwei Schatzkartenteile. Ich weiß nicht, ob man drei oder vier oder fünf oder sowas braucht. Würde ich halt noch mal gucken. Ob wir nicht vielleicht zum Beispiel hier, weil hier hatten wir ja, glaube ich, zwei Kisten und ich weiß ja nicht, ob wir die beide schon geöffnet hatten. Hatte ich ja letztens einmal schon eine geöffnet. Alter, es hängt halt einfach immer noch. Ich warte einmal kurz ab, bis es endlich aufhört zu hängen. Das hat gerade noch mal so lange gedauert, wie ich auch nur drüber gelabert habe. Cool. Oh, ich weiß gerade gar nicht, worüber ich geredet habe. Aber ja, ich würde gerne versuchen, mal eine versteckte Insel zu finden, weil eigentlich ist das ja auch, das ist ja auch Elias Lebensziel. Das ist auch mein Lebensziel so ein bisschen. Genau, hier ist die andere Höhle, die dann wahrscheinlich zu dem einfachsten Tauchgebiet führt. Ich finde aber, dass ich das hier wirkt am schwierigsten. Ich finde tatsächlich jetzt das dritte wirkt nicht so kompliziert. Guck mal, die ist zum Beispiel schon geöffnet. Das wirkt nicht so kompliziert wie das andere. Aber ich weiß, hier waren zwei. Deswegen gucke ich nochmal, ob wir nicht auch die andere nochmal öffnen wollen. Weil ganz ehrlich, wenn da eine Schatzkarte drin ist, ein Schatzkartenteil drin ist, da ist die andere. Da ist noch ein Fischi zum Fangen. Sehr schön. Aber Muscheln sehe ich hier jetzt generell nicht. Ich sehe gerade, wenn wir Muscheln brauchen, finden wir keine. Letztens haben wir irgendwie gefühlt 20 gefunden. Naja. Pearl Mendes war nicht rotbar. Und wir haben unglaublich heiß ausgesehen auf der Tanzfläche. Sehr schön. Dich haben wir schon, oder? Aber ich pack dich lieber trotzdem noch mal rein. Dann weiß ich. War da gerade was? Ah, nee, das sind nur die dekorativen. Ja, aber mach du erstmal, Elias. Mach du erstmal. Es geht ihm ja auch noch gut. Es ist ja auch gerade erst 9. Ja. Hier ist halt wirklich niemand außer uns, ne? Das ist halt schon ein bisschen krass. Du kannst ja aber gern hier nochmal einen Drink gönnen. Strandgut in Flammen. Wirklich niemand. Ich meine, ganz ehrlich, wer geht halt auch im Herbst auf eine Strandbar? Das weiß ich halt auch nicht. Oder eine Poolbar. Das ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Aber halt, wir sollten hier halt tanzen gehen oder so. Ja, ist das halt so. So, dann würde ich die Kleine gern mal nach hier oben schicken. Ich weiß gar nicht, ob sie hier oben Hausaufgaben machen kann. Oder ob sie das bisher nicht machen konnte. Also, sie kann sie auf jeden Fall da hinlegen. Was passiert eigentlich, wenn ich das da hinlege? Kann sie die dann einfach da machen? Das würde ich mal testen wollen. Was macht. Ah ja, genau, sie ist bei Carter. Da war ja was. Und das hängt schon wieder. So, okay. Geht weiter. Okay, kannst du da dran jetzt Hausaufgaben machen? Okay. Ich meine. Ah, wahrscheinlich weil das Ding da im Weg steht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das machen wir einfach mal hierhin. Und gucken mal, ob das jetzt klappt. Immer noch nicht. Ich will doch einfach nur
mein Puppenhäuschen hier stehen haben. Als ob das so ein Problem wäre, hier ein Puppenhaus zu haben. Ich versuche mal das hier mit Move Objects aufzuplatzieren. Gehen wir nach da drüben. Jetzt sollte es funktionieren, oder? Wir probieren es nochmal. Wir haben einen tragischen Clownfisch gefunden. Oh. Wollen wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen taggen? Von wegen Valerie war hier. Vielleicht hier in den Toiletten. Wand taggen. Machen wir mal ein mittleres Tag hier an die Wand. Viel Spaß dabei. So. In zwei verschiedenen Bars zwei Drinks genießen. Okay. Corinna, okay. Dann haben wir dich schon mal umarmt? Kann ich auch einfach nochmal umarmen. Kompliment machen. Kompliment übers Haus. Er ist ein Arzt im Praktikum. Nice. Oh, toll. Wir dürfen leider kein Wandgemälde machen. Wer hat uns denn erwischt, bitte? Niemand ist hier drin. Wow, ernsthaft? Wir werden verhaftet für Straßenkunst. Ich hoffe, wir müssen keinen ganzen Tag im Gefängnis verbringen, weil wir haben immer noch. Ah, 1000 Simoleons Strafe. Ja, das ist okay. Können wir dann hierhin reisen? Nach Hause? Ein bisschen enttäuschend alles. Jo, kannst du mal vielleicht einen Snack essen? Gönn dir vielleicht mal eine Dosensuppe. Genau, du machst deine Hausaufgaben und danach kannst du schlafen gehen. Das passt. Und Elias, wie sieht's aus? Haben wir hier noch mal irgendwas drin? In dieser Kiste? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die schon mal geöffnet habe, aber wir können sie gerne noch mal öffnen. Ups. Okay. Ich wollte doch nur einen normalen Screenshot finden. Und? Nope, nur eine Menge Edelsteine. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir die alle bekommen hätten, oder? Das wäre mir neu, dass wir die alle hätten. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo wir die letzte Schatzkarte herbekommen. Naja. Gut. Aber dann haben wir, glaube ich, hier soweit alles. Ich gucke einmal nochmal wegen Muscheln. Ob wir nicht vielleicht doch noch ein paar Muscheln sammeln können, weil das ist immerhin unser Tauchjob. Aber auch das sehe ich eher nicht so. Vor allem, ne, wir kriegen diese ganzen Sachen fürs Tauchen. Ah, doch, das zählt mit, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die auch mitzählen. Also, ob die Edelsteine auch mitzählen. Fürs Tauchding. Bist du ein anderer Sim? Nee, du bist Elias. Das heißt, ich bin schon einmal drumherum. Da ist doch noch was. Da ist eine Muschel, sehr gut. Ja, wir brauchen halt Muscheln. Und es hängt wieder. Okay, hoffentlich ein letztes Mal. Ich habe auch eben nochmal geguckt. Ich habe keine weiteren Muscheln gefunden. Deswegen würde ich sagen, danach können wir auch gerne wieder zur Oberfläche zurückkehren. Letzter Blick. Nö, passt. Wir haben einiges heute beim Tauchen gefunden, würde ich sagen. Genau, die Muscheln nehmen wir noch mit. Und dann kannst du nämlich auch nach Hause gehen. Oh, nach Hause ist ein bisschen weit. Ja. Wobei ich glaube, ich sollte dir lieber sagen, dass du erstmal hier hingehen solltest. Ansonsten will er über das Wasser reisen bis nach Hause. Und das muss jetzt gerade nicht unbedingt sein. So, Kompliment. Flirtest du gerade mit mir?
dachte, wer hat gerade mit mir geflirtet? Oder was hat er mir für ein Kompliment gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage immer nach seinem Tag. Weil ganz ehrlich, James Carter, kann ich verstehen, dass du Corina vielleicht magst. Oh, und es hackt schon wieder. Okay, doch nicht. Diesmal nicht so lange. In ein paar Tagen ist Gruseltag, genau. Und ja, dann würde ich eigentlich gehen. Würde ich eigentlich gehen. Es ist Mitternacht. Wir sollten vielleicht mal nach Hause gehen. Wo wohnen wir? Hier hinten. Versuch hier nochmal hinzureisen. Klappt das? Ja, genau. Dann kannst du nach Hause gehen. Und dann können wir hier nochmal was essen. Hier ist sowieso auch gerade kalt. Und kannst du ein paar Hot Dogs essen. Ah, okay, sie kam einfach nach Hause. Ja, dann ist ja easy. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gar nicht wirklich verhaftet wurde. Ja, umso besser. Kannst du danach schlafen gehen? Die Kleine schläft. Oh, wir hätten eigentlich mal wieder ins Baumhaus gehen können. Aber es ist eigentlich auch ziemlich kalt draußen. Weiß ich nicht. Aber morgen, Leute. Morgen haben wir dann endlich unser erstes richtiges Konzert mit unserer Band, worüber ich mich schon sehr, sehr freue. Mit Valerie, mit Chase und mit Rachel. Und bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Bin sehr gespannt. Ja, das ist ganz cool. Und ansonsten müssen wir mal gucken, müssen wir mal schauen. Mit Elias auch, mit der Schatzkarte und so. Ja, danke Spiel. Danke, dass du heute so gut funktionierst. Ich weiß nicht, ich hatte das ja öfter, er hatte das ja immer mal wieder und das ist halt sehr anstrengend, aber in letzter Zeit halt nicht. Und ich habe mich schon gefreut, dass mein Spiel aktuell so gut läuft und dann halt sowas hier. Und das mehrmals hintereinander. Aber halt auch nicht, ne? Nicht von Anfang an. Erst irgendwie nach einer Weile. Vielleicht, weil irgendwie das dem Spiel mit der Zeit zu anstrengend wurde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber dann bringe ich so langsam mal die Sims alle ins Bett. Du kommst ja jetzt auch. Genau, du bist jetzt auch da. Das heißt, dann kannst du nach Hause gehen, hoffentlich. Die Buchhandlung hat angekündigt, dass sie in naher Zukunft ein Kreativitätsevent für lokale Künstler veranstalten möchte. Dieses Ereignis solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich weiß gar nicht, wofür künstlerisch, aber ja, okay. Können wir machen. Inwiefern ist das jetzt ein künstlerisches Event? Aber ja. Genau, du kommst nach Hause, du bist gleich da. Du schläfst, die Kleine schläft. Oh je. Ja, ich glaube, die Kleine wird nicht ausgeschlafen genug sein. Da müssen wir mal ein bisschen früher ins Bett gehen mit Mara hier. Das sieht aktuell nicht so gut aus. Und sie hat auch ihre Hausaufgaben gar nicht fertiggestellt, ne? Nicht ganz zumindest. Toll. Das Problem ist auch, es dauert auch so viel länger, diese Folge aufzunehmen. Ich nehme das hier einfach gerade vor der Arbeit auf. Und ich wollte einfach entspannt eine Folge aufnehmen und gleich noch frühstücken. Und es wird immer knapper, weil ich die ganze Zeit warten muss, bis. Nein, Alien. Nein. Oxqua, du kannst direkt wieder gehen. Tschüss. Tschüss. Nope. Einfach weggehen, Elias. Einfach ignorieren und rein ins Haus gehen. Ich weiß auch nicht, also es gibt ja Entführungen in Sims 3, aber das hier ist ja keine Entführung. Also ich hatte irgendwie sehr viel mehr, einfach nur, dass ein Alien vorbeikam und halt an der Tür gestanden hat und sonst nichts, als dass meine Sims tatsächlich entführt wurden. Keine Ahnung, was der Gedanke dahinter ist. Was ist dein Problem? Rechnung sollten wir auch mal wieder bezahlen. Keine Ahnung, warum diese Aliens immer vorbeikommen. Ganz ehrlich, keine Ahnung. So, du kannst danach mal die Post holen, die Rechnung bezahlen. Du gönnst dir noch was zu essen. Warum liegt hier eigentlich ein Buch? Gehst du ernsthaft nach draußen? Bei 2 Grad in Badekleidung, Elias. Wirklich?
So. Mit einem Außerirdischen an. Können wir uns denn mit ihm anfreunden? Oh, wir gönnen ihn. Okay, dann freunde dich mit dem Außerirdischen an. Gar kein Ding, Corina. Also, ich wollte eigentlich die Folge beenden. Aber klar, wenn du dich mit Oxquan freunden möchtest, kein Ding. Also, ich würde ihn nicht nach drinnen einladen, bin ich ganz ehrlich. Weiß nicht, jemand, der einfach vor meiner Tür auftaucht, mitten in der Nacht und mich ausbuht, würde ich jetzt persönlich nicht einladen. Aber wir können ja kennenlernen, können wir fragen, so, hey, was machst du hier so? Habe ich halt auch noch nicht gemacht bisher. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Spiel nachher nicht speichert, wenn das Spiel gerade schon so ausgelastet ist und schon so stockend läuft, dass das nicht unbedingt dabei hilft, das hier auch zu speichern. Aber hey, ich versuch's weiter. Aber mal schauen. Gibt es eigentlich irgendwelche spezifischen Alien-Interaktionen, die wir hier machen können? Nö. Okay. Na gut, aber wir können ihn so ein kleines bisschen kennenlernen. Das ist schon in Ordnung. Ja, du kannst dann mal hier aufräumen. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ich kann halt wirklich gerade nichts machen. Da es alle 2 Sekunden hängt. Ist das, wie euer Sims 3-Spiel läuft? Weswegen ihr zum Beispiel keinen Bock habt, Sims zu spielen? Wenn mein Sims-Spiel dauerhaft so laufen würde, wie das hier gerade ist, hätte ich auch gar keinen Bock. Gar kein. Null. Null Bock. Ich möchte einfach nur diese Folge zu Ende führen. Deswegen finde ich es ein bisschen unfair, dass der Alien jetzt einfach aufgetaucht ist und sich Corina unbedingt mit ihm anfreunden wollte. Weil jetzt muss ich das ja natürlich machen, wenn meine Sims sich das wünschen. Aber ich glaube, ich werde einfach jetzt mal an der Stelle die Folge beenden. Ich glaube, ich habe euch das jetzt lang genug angetan. Corina wird jetzt versuchen, sich noch so ein bisschen mit dem Alien anzufreunden. Ich mache das jetzt einfach nebenbei, während ich frühstücke und alles. Und werde versuchen, diese Folge noch irgendwie zu, oder diesen Tag noch irgendwie zu Ende zu bringen. Aber das geht jetzt halt einfach gar nicht mehr. Ich lasse euch wissen, wenn noch irgendwas Krasses passiert sein sollte. Aber ja. Ich hoffe, die nächste Folge läuft ein bisschen besser. Ich weiß nicht, woran es jetzt heute lag. Es war irgendwie nichts Besonderes los eigentlich. Aber ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Familie Reuss mit Valeries Konzert. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, dann läuft alles besser. Ciao!